Nach zwei ausgefallenen Spielen mit nur 17 Mann im Kader und quasi ohne richtige Vorbereitung meldet sich der MSV Duisburg zurück in der dritten Liga und das beim Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Unterhaching. Keine leichte Aufgabe für Thorsten Lieberknecht und seine Zebras, dementsprechend auch gering die Erwartungshaltung. Und so die Gastgeber in den roten Trikots auch von Beginn an tonangebend. Sechste Minute, klasse Pass von Grauschopf auf Hufnagel und dann Weinkauf der Pfosten, Hasenhüttl, wieder Weinkauf. Zum ersten Mal richtig Hektik im Duisburger Strafraum. Nochmal der Blick auf diese Szene, stark gemacht von Hufnagel, dann etwas Glück bei der ersten Abwehraktion, den zweiten hält Weinkauf dann aber klasse. Haching in der Anfangsviertelstunde fast nicht einzufangen. 13. Minute, das ist Anspach bei seinem Startelfdebüt für Unterhaching. Weinkauf mit einer schönen Flugeinlage, Arif van Lent sah eine klar dominante Leistung seiner Mannschaft. Was fehlte, war der Treffer. Die Chancenverwertung mangelhaft, wie auch in den letzten Spielen. Aber sie machten weiter. 20. Minute, wieder Lukas Hufnagel aus spitzem Winkel. Erneut heißt der Sieger Leo Weinkauf. Duisburg merkte man in den ersten 20 Minuten schon den Trainingsrückstand an. Wenig Tempo drin und kaum Offensivaktionen. Aber zumindest stand die Null. Dann die 37. Minute, ein Ballverlust von Unterhaching in der Vorwärtsbewegung und der MSV mal mit der Chance umzuschalten. Das ist Mickels. Schneller Antritt, dann die Ablage auf Karweiner und in der Mitte Ademi, der sich da energisch durchsetzt gegen Greger. Das 1:0 für den MSV Duisburg. 8 Minuten vor der Pause. Erstes Tor von Orhan Ademi im Dress des MSV Duisburg bei seiner Startelf-Premiere für den neuen Verein. Stark sich da behauptet gegen Greger. Und der MSV mit der ersten Gelegenheit, gleich mit dem ersten Tor. Ja, da musste Anforderung her im ansonsten leeren Sportpark in Unterhaching. Die zweite Halbzeit und zunächst wieder Duisburg. 51. Minute. Erneut Orhan Ademi, der Nico Mantel zu einer starken Parade zwingt. Es dauerte bis in die 71. bis auch Unterhaching mal wieder Durchschlagskraft versprühte. Das ist Schwabel mit der Hereingabe auf den eingewechselten Schröter. Sein Ball noch leicht abgefälscht, knapp links vorbei. Wenig Entlastung für Duisburg in der zweiten Halbzeit. Dann aber mal die 74. Minute, eine Ecke, nicht besonders gut abgewehrt. Karweiner macht den Ball noch mal scharf und Fleckstein ganz frei am Fünfer verpasst die Entscheidung, weil auch Mantel wie sein Gegenüber Weinkauf einen starken Abend erlebte. Die Schlussphase und Unterhaching zog das Tempo noch mal an. 81. Minute, Schwabel steckt durch auf Moritz Heinrich. Spitzer Winkel. Vielleicht am Ende zu spitz, trotzdem wieder stark pariert von Weinkauf. Und nur wenige Sekunden später erneut Heinrich, noch bessere Position und eine noch bessere Parade von Weinkauf. Hier schnellt der rechte Fuß im letzten Moment noch raus. Eine letzte Chance gab es noch, 90. Minute, das ist Hasenhüttl, aber auch er findet seinen Meister im überragend haltenden Weinkauf. Der MSV Duisburg holt sich tatsächlich den ersten Dreier der Saison unter widrigsten Umständen. Aber so läuft es eben manchmal im Fußball. Und das hier sagt alles. Lieberknecht beim Schlusspfiff. Weg vom Spielfeld. Er konnte es kaum fassen, ordnete das aber dann entsprechend ein. Das war dann auch unterm Strich ein glücklicher Sieg. Auch wenn wir sagen, so, das ist jetzt auch mal okay, dass wir so die drei Punkte holen. Ne? Also schämen tun wir uns dafür jetzt nicht. Ja, normal muss das Spiel gewinnen. Das ist eigentlich, was ich alles nur sagen kann. Also ich denke, dass es ja, eine gute spielerische Leistung war. Zieht sich seit 6 Spieltagen durch, dass wir aus vielen Chancen keine Tor machen. Heute ist wieder ein Beispiel. Das ärgert mich schwarz, weil so gewinnst du kein Spiel. Duisburg feiert also, der erste Saisonsieg ist da, ungeahnt. Und auf der anderen Seite natürlich viel Frust bei Unterhaching, die zweite Niederlage nacheinander. Nun kommt das Derby gegen 60. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.